So, dann lassen wir das Spiel weiterlaufen. In der Hoffnung, dass die Elfen ganz schnell wegziehen und die letzten den letzten Goblin umbringen. Das ist doch irgendwie albern. Komm schon, wo ist unser Miliz? Die wollten wir eigentlich zurückhalten, aber gegen einen Goblin dürften sie wohl gegen ankommen. Also Bewegung. Erstmal bitte da sammeln. Sehr schön. Pause aufheben. Und da kommen sie schon alle. Sehr gut. Alle auf dem Haufen. Und jetzt dürft ihr zu 10. Erstmal Station-Befehl wieder aufheben mit O. Neuer Station-Befehl dahin gehen. Und dann denke ich mal, werden sie auch schon von alleine angreifen. Oder der Goblin stürmt los. Eins von beiden. Goblin stürmt los, stürmt in die Falle und das war's. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können die Brücke hochziehen, die ganzen Käfige einsammeln, neu aufstellen lassen und dann die Brücke wieder runterlassen. Oder wir könnten unsere Miliz rauslaufen und Goblins suchen. Aber nee. Wir haben jetzt gerade eine einigermaßen funktionierende Miliz aufgestellt. Da sollten wir nicht unbedingt was riskieren. Also ihr seid alle wieder Privatleute, richtig? Richtig, kein Befehl. So, den Schalter da oben bitte einmal drücken. Shift P, okay. Und sobald die Brücke oben ist, jetzt nämlich MA, Inside-Befehl aufheben. Sehr schön. Das heißt, jetzt müssten eigentlich die Zwerge loslaufen und die Käfige da einsammeln. Und wir haben schon wieder zu viele Goblins. Ja, Muster und so. Was sagen die Käfige oben? Ja, ziemlich voll mit Zeug. Und dem Troll. Und einem toten Zwerg. Oder Zwergenteile. Och, Menno. Oh, obwohl, die könnten aus dem Käfig rausgeschmissen worden sein. Ist unser Geist weg? Wo war unser Geist? Der war mitten in dem Dining Hall, oder? Ja, da ist er noch. Nee, schade. Aber es scheint ja unsere Zwerge nicht so wirklich zu stören. Ich guck mal ganz kurz hoch und schaue mal den Zwerg hier an, ob er davon irgendwie tangiert wird. Z-Zustand rein. Er ist ästhetisch. Hat in einem guten Zimmer geschlafen, hat in einem legendären Dining Hall gegessen, hatte ein sehr gutes alkoholisches Getränk, ein absolut legendäres Trade Depot hat er sich angeschaut, hat mit seiner Geliebten geredet und wurde von Fliegen genervt. Da steht nichts von Geistern. Testen wir mal ihn nochmal. Nö, so ziemlich die gleichen Sachen, die der andere auch hatte. Sehr gut. Also der Geist scheint wirklich nicht zu unserem Volk zu gehören und unsere Leute auch in Ruhe zu lassen. Vielleicht sehen ja auch nur wir ihn, was komisch wäre, aber ja. Also solange es unsere Zwerge nicht stört, stört es mich auch nicht, kann er ruhig da bleiben. Käfige werden abgeholt, neue Käfige werden hingebracht, sehr gut. Können wir gleich die Tür wieder runterlassen. Sonst drehen die Elfen irgendwann durch und wir müssen wieder Pferde und Esel zusammenschlagen lassen von der Miliz. Was nicht sehr schön aussah letztes Mal. Ich erinnere noch an die 10 Zähne oder was das waren, die sich im Raum verteilt haben. Das, ja, war skurril. Kommt schon, stellt ihr mal ein bisschen schneller auf. Ich glaube, ich gebe jetzt schon den Befehl, die Brücke runterzulassen. Denn selbst wenn hier irgendwo Goblins lauern würden, würden sie eine Weile brauchen, um da hinzukommen. Aber so schnell drehen die Elfen nicht durch. Eigentlich müsste auch eine Nachricht erst kommen, dass sie gehen wollen. Und die sehe ich nicht. Ne gut. Der letzte Mann arbeitet noch. Dann machen wir jetzt mal den Befehl. Schalter drücken. Shift P. Und dann den Bunkerbefehl auch aufheben. Ach, den haben wir schon aufgehoben, ne? Jo, haben wir schon. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur darauf achten, dass keiner ganz rausläuft. Nur für den Fall, dass wir noch irgendwo Goblins rumlungern. Und da kam gerade die Nachricht, dass die Karawane auch bald gehen wird. Sehr gut. Der Miliztrupp trainiert freiwillig. Ist eigentlich irgendeiner von euch verstümmelt?
Also irgendeiner soll ja angeblich keinen Fuß mehr haben. Also ich weiß, dass wir einen hatten, der keinen Fuß mehr hatte. Aber war der in der Miliz? Weil ich hatte ja vor ein, zwei Folgen mal gemeckert, dass einer von den Milizionären so tierisch langsam war und hab's auf den Plattenpanzer geschoben. Aber wenn das echt der Fuß ab wäre, dann würde das die Geschwindigkeit erklären. Nö. Also wenn er in der Miliz ist, dann ist er jetzt nicht gerade am Trainieren, sondern macht irgendwas anderes. Was auch immer er gerade macht. Und ich sehe gerade, sind unsere Türen fertig. Wir hatten mal richtig viele Türen in Auftrag gegeben. Chair Doors, nö. JM. Rock Door. Also, ich gucke jetzt schon seit 4 oder 5 Folgen immer wieder auf den Jobmanager und da sind immer noch tierisch viele Steinbefehle drin. Wie kommt das? Wo sind unsere Masons? Da ist Crafts Dwarfs, da ist Mason. Da ist Mason, da ist Mechanic. Und keiner ist besetzt. Du da, unser Engraver, der sollte eigentlich kein Mason sein. Howler, Mason Zodia, du stellst eine Rocks-Statue her. Das ist also anscheinend unsere einzige arbeitende Masonrine. Und unser Hammerzwerg wäre auch einer. Er auch, aber er konstruiert ein Gebäude. C. Oh, unsere Masons sind auch dafür zuständig, dass die Bodenplatten gesetzt werden. Ja, das könnte erklären, warum die ganzen anderen Steinsachen nicht produziert werden. Ich setze ja eigentlich jede Folge 100 Bodenplatten oder so. Ja, okay. Damit sollte ich jetzt wohl eine Weile aufhören, damit wir die ganzen Türen endlich bekommen. Und wenn wir die Türen haben, können wir auch die Betten bauen. Wir haben ja gerade von den Elfen jede Menge Holz getauscht. Genau die hier alle. Das heißt, ich verbiete mal ganz kurz DBF. Ich verbiete mal ganz kurz das bunte Holz. So. Und wir haben jetzt 10, 20, 30, 40, 50, 60. Wir haben eine Menge Holz. Sagen wir mal 65, 70. Grob geschätzt. Den hätten wir nämlich gerne. Bed Construct 30. Nummer 30. 60 Betten. Brauchen wir mindestens, eigentlich sogar noch mehr, für die ganzen Schlafsäle hier. Und die weiter unten, wo waren die anderen? Ach, wir hatten ja keine anderen gebaut. Ja, das müsste ja so auch reichen, stimmt. Wo ich aber gerade hier die Pilzräume so sehe, sollten wir zwischendurch auch mal wieder Pflanzen sammeln. So über alle 3 Stockwerke. Und auch Bäume fällen. Über alle 3 Stockwerke. Auch wenn hier nicht besonders viele sind. Weil wir könnten eigentlich doch jetzt schon total autark sein. Ich mache mir hier immer wieder zwischendurch Gedanken wegen dem Essen. Aber wir haben hier überall Beerenbüsche, die hier wachsen. Das heißt, wenn wir noch mehr von diesen kleinen Gärten anlegen, hätten wir auch durchgehend genug zu essen. Das heißt, ich hebe jetzt einfach mal total unsymmetrisch und so. Naja, es ist schon symmetrisch, aber passt nicht ganz so rein, finde ich. Na gut, genug gelabert. Wir bauen einfach hier nochmal so ein Ding. Und hier bauen wir auch nochmal so ein Ding. So. Hier ist ein Eingang. Das reicht auch vollkommen. So, da. So. Nochmal ungefähr 40% obendrauf. Ob das reicht oder nicht, weiß ich nicht. Wird aber erstmal eine Weile dauern, das auszubuddeln. Und wir können dann testen, wie viel Nahrungsmittel reinkommen und wie viel nicht. Und selbst wenn das irgendwann zum Problem werden würde, können wir einfach noch ganz schnell ganz viel ausbuddeln. Wir haben ja noch tierisch viel Platz. Also ja, über Essen und Trinken machen wir jetzt keine Gedanken mehr. Punkt. Es wird dann zwar ein bisschen Micromanagement sein, immer einzustellen, wann welche Sachen gekocht und wann welche Sachen vergiert werden sollen. Aber wir müssen uns wenigstens keine Gedanken über die Samen machen. Das war ja früher immer so mein Problem. Mit einem Grund, warum auch die Plump Helmets nicht alle verkocht werden. Also, die sollen ja nicht alle verkocht werden, aber anteilig verkocht werden. Denn in meinen ersten Spielen war das so der Standardfehler gewesen. Ich habe gesehen, oh, ich habe ganz viele Plump Helmets. Dann fang doch mal an, daraus Essen zu machen. Und dann 2, 3, 4 Stunden später wundere ich mich, oh, warum haben wir keinen Alkohol mehr? Ja,
Flammpelme sind alle weg. Und die Samen wurden alle zerstört beim Kochen. ja. Aber ja, Essen haben wir jetzt genug, Trinken auch, wenn wir das einigermaßen gemanagt bekommen. Das Einzige, was uns zum Einsiedler-Dasein, wenn wir es denn wirklich irgendwann betreiben wollen, fehlen würde, wäre der Brunnen. Und der einzige Grund, warum er fehlt, ist, weil ich zu pingelig war, was die Lage angeht. Aber die Hemmungen baue ich ja nach und nach ab. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, wo war unser Brunnen? Ging der nicht hier durch? Genau, da ist unser Brunnen. Der ist eh nicht in der Mitte gewesen. Ha, das wäre es jetzt doch. Wenn genau in der Mitte es doch klappen würde. Open Space. Ah ne, das ist auch Lehm. Hier ist überall... Ah ne, hier ist kein Lehm. Da geht es ja auch eine Etage tiefer. Und wenn wir da dann Lehm. Aber... Ah, stimmt, da hat mir jemand was gesagt. Wenn... also hier klappt es mit dem Brunnen nicht. Weil hier direkt das Wasser ist und da hat er Lehm. Wenn aber auf dieser Etage auch Wasser wäre, dann würde es klappen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur eine Stelle finden, die noch tiefer ist als das hier. Nämlich zum Beispiel hier. Gucken wir mal nach oben. Also da müssten wir den Brunnen bauen. Na, wenn denn da? Ja, hier wäre Wasser, 5 und 7. Darunter wäre zwar auch wieder Lehm, aber das Feld wird gar nicht erst angesprochen. Der Eimer kommt ja runter an dieser Stelle hier. Und trifft dann zuerst auf dieses Wasser. Der Haken ist nur, wir wollen gerade diesen Bereich hier leeren. Und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt... Ah doch, wir könnten ganz schnell hier eine Mauer aufziehen. Also die Zwerge können in Felder bis zu 3 tief mit Wasser, glaube ich, noch reinlaufen und bauen. Das heißt, wir bauen ganz schnell hier einen Stöpsel. Und bauen dann unsere Brunnen an einer anderen Stelle auf. Oh, das wird doch nichts. B. Nein. Oh, Mandat. Ja, Crossbows machen. Okay. JM. Wooden Crossbows. Obwohl, nein. 0. Tisch schmeißen wir wieder raus. Q. Bone. Crossbow. 2 Stück. So. Genau, also Pause. B, Shift C, W. Und wir hätten gerne. Ah, da ist Wasser. Da ist kein Wasser. Hä? Na gut, wir wollen gerne da eine Wand aus Lehm machen. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache irgendwas. Kommt da jetzt einer? Gucken wir gleich mal, ob eine Fehlermeldung kommt oder nicht. Und ob die Zwerge überhaupt Zugang haben. Was eher ein Problem ist. Dann müssen wir ganz kurz hier oben das mal aufmachen. Das da. Auf. Auf. Ich hoffe mal, das erweist sich nicht als Fehler. Können Sie hier durch? Ja, ja, ja. Sehr gut. Also hier unten. Irgendwo musst du hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich sehe keine Fehlermeldung, dass die Mauer nicht gebaut werden kann. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich sehe da auch kein richtiges Blinken. Also da blinkt was, aber das ist glaube ich nicht unsere Mauer, oder? K. Microline. 1 von 7 Wasser. Ah doch, die Mauer ist schon da angezeigt. Sehr gut. Jetzt muss nur noch ins Werk kommen und die bauen, bevor die nächste Welle kommt. Ich sehe keinen Zwerg. Wie könnten wir das sonst hinbekommen, dass das Wasser nicht mehr abfließt? Also wir könnten hier eine Mauer bauen. Aber das wäre mir irgendwie zu lang. Blink, blink. Need Masonry. Nein! Wir brauchen einen Steinmetz, um die Mauer zu bauen. Ja, okay, dann müssen wir mal ganz kurz was einstellen. Unsere Hauler hier. V. Ne, das war das Falsche. Zoom to Creature. Du hast jetzt Preferences, Labor. Du kümmerst dich. Ups. Du
kümmerst dich auch um Stoneworking Masonry. So, das Kind kann ich. Du bist ein Architekt, du kümmerst dich gefälligst auch um Masonry. Und unser Engraver, der momentan eh nichts zu tun hat, macht auch Masonry. Auch wenn er bald was zu tun haben sollte. Denn wir sollten echt anfangen, die Umgebung zu verschnörkeln. Bisher haben wir sie immer nur glatt geschliffen. Aber das Engraven macht gleich einen Riesenunterschied. Also ja, wir haben jetzt zwei Masons mehr. Gucken wir mal, ob da unten jetzt inzwischen irgendjemand hinläuft. Wenn ja, müssten die eigentlich von hier irgendwo kommen. Ah, da laufen sie schon. Das ist der Falsche. Jetzt habe ich ihn verpasst. Ich hätte schwören können, hier wäre gerade so ein weißer Zwerg lang laufen. Da. Wo zur Hölle lauft ihr alle hin? Ah, die sammeln die Reste von der einen Elfenkarawane auf. Oh, was? Ihr habt hier Wichtiges zu tun. Ihr müsst eine Flut stoppen. Was macht ihr? Ihr sammelt Beute auf. Na gut. Lassen wir die Zwerge die Beute aufsammeln und gucken in der nächsten Folge, ob wir das hier irgendwie unter Kontrolle bekommen, damit das Wasser doch nicht abfließt und wir hier unseren Brunnen bauen können. Also, bis gleich.